Nach den Eiscreme-Hölzern bringt der koreanische Hersteller Axiom mit dem Hugo Calderano SAL das nächste High-End-Holz auf den Markt. Dieses Holz wurde speziell für den brasilianischen Superstar entwickelt und kommt mit einem 5+2 Furnieraufbau. Das Besondere beim Hugo Calderano soll laut Axiom die neue Super Arylat Carbonfaser sein. Diese ist extrem dünn, kaum sichtbar und soll dem Holz einen besonderen Touch verleihen. Ob sich das Holz wirklich fast so gefühlvoll wie ein Vollholz spielt und dabei die Power eines Carbonholzes vermittelt, testen Janosch und Jan für euch in diesem Video. Da weder Janosch noch Jan im Wettkampf mit Carbonhölzern unterwegs sind, waren die beiden umso neugieriger, ob die Beschreibung von Axiom zutreffend ist. Der erste Eindruck vom Hugo Calderano fiel sehr positiv aus. Das Holz hat nicht das typisch harte Carbon-Feeling und spielt sich sehr gefühlvoll und vibrationsarm. Sowohl beim Topspin als auch im Blockspiel überzeugt das Hugo Calderano durch einen gefühlvollen Anschlag und eine außergewöhnliche Rückmeldung. Laut Axiom soll das Holz besonders in Kombination mit harten Belegen sehr gut harmonieren. Für uns als Nicht-Carbon-Spieler war allerdings die Kombination mit dem Omega VII Asia doch einen kleinen Tick zu hart. Mit dem Vega X dagegen harmonierte das Holz perfekt. Die Eröffnung gelang mit viel Rotation, konnte aber auch schnell und hart gespielt werden. Auch im Topspin-Topspin-Duell aus der Halbdistanz wirkte das Calderano SAL perfekt abgestimmt. Mit dem Hugo Calderano SAL hat Axiom ein wirklich interessantes Holz entwickelt. Gerade für Spieler, denen bei normalen Carbonhölzern doch am Ende immer ein wenig der Touch abhanden kommt, ist dieses Holz wirklich eine interessante Alternative. Für uns war das Holz mit einem etwas weicheren Belag wie dem Vega X deutlich einfacher zu spielen als mit Belegen über 50 Grad. Preislich ist das Holz mit 189,90 € zwar nicht ganz günstig, liegt aber dennoch unter den Preisen von japanischen Carbonhölzern. Die Verarbeitung des Made in Korea gemachten Holzes ließ ebenfalls nicht zu wünschen übrig.